Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Flash, die auch tatsächlich aktuell ist. Und ich wollte heute gerne in der Runde ein paar Sachen ansprechen, aber zuallererst möchte ich eine Sache loswerden. Und zwar, falls du das siehst, lieber Silence AD, fühle ich mich ganz lieb gegrüßt. Und zwar müsst ihr wissen, mit denen habe ich gerade schon eine Runde gespielt. Echt cooler Dude. Und deswegen fühle ich mich gegrüßt, Silence. Und ein paar von euch würde es vielleicht aufgefallen sein, die letzten Tagen kamen keine Videos bei mir. Das tut mir auch sehr leid, aber das hatte tatsächlich einen Grund. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es noch in meiner Stimme hört, gestern hat man es noch extrem gehört, ich war krank. Ich hatte eine richtig fette Erkältung mit Fieber, ich lag jetzt einen Tag komplett flach im Bett, den anderen Tag habe ich mich einfach durch den Alltag gequält und hatte dementsprechend nicht wirklich den Drang sozusagen, Videos aufzunehmen. Also ich habe mich einfach nur noch müde gefühlt, war kaputt und ich finde, das merkt man extremst. Jetzt geht's wieder einigermaßen und da dachte ich mir, ich haue heute wenigstens ein Video raus, um euch mal zu erklären, was da eigentlich los war mit mir. Also keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen und es werden natürlich weiterhin Videos kommen, nur jetzt gerade möchte ich jetzt einmal kurz die Zeit nutzen, mich ein bisschen auskurieren. Ich habe jetzt noch ein paar Videos im Petto, die ich vorproduziert hatte. Die werde ich jetzt die Tage nach und nach auch raushauen. Und ab nächster Woche sollte es dann auch wieder geregelt vonstatten gehen. Das ist zumindest der Plan. Ich glaube, man hört es noch so ein bisschen, dass ich immer noch erkältet bin. Und dann habe ich auch nicht wirklich die Lust dazu, sage ich es mal so. Und es klingt ja auch einfach scheiße, muss man sagen, ne? Wenn man erkältet ist, dann klingt das einfach nur scheiße in Videos. Ah, deswegen wollte ich halt gerne wieder relativ gesund sein, aber ich wollte euch jetzt auch nicht ohne Erklärung irgendwie stehen lassen und ihr wundert euch, was ist denn da los? Geht sie gut? Lebt sie noch? Ja, ich lebe noch. Und wie ihr seht, kann ich auch Computer spielen, aber wie gesagt, meine Stimme klingt halt extrem scheiße und ich bin auch immer extrem müde in letzter Zeit. Aber das gibt sich hoffentlich jetzt mit der Zeit. Das wird schon. Also ab nächster Woche wieder geregelte Videos. Die Rest der Woche wird jetzt erstmal ein paar vorproduzierte Videos kommen, damit wenigstens ein bisschen was da ist. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und die restliche... Dann gibt es noch ein Thema, was ich euch noch gerne ansprechen wollte. Und zwar geht es um Holitopica. Ich weiß nicht, ob es auf den anderen Kanälen schon angesprochen wurde, wo Holitopica auch lief. Ich weiß es nicht, aber es gibt es nicht mehr. Der Server ist down, es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, wir waren zu wenige und derjenige, der halt den Server gehostet hat, für den, der wollte es einfach nicht mehr, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Deswegen, nun ja, wird es kein Holitopica mehr geben. Wenn ihr euch jetzt wundert, ja toll, gab ja eh nur ein paar Folgen, das tut mir auch leid, aber so ist es nun mal, ich muss mich jetzt mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es so ist. Was natürlich weiterhin kommt, ist einmal Minecraft Salaishi, das Projekt mit dem lieben Leitara und Salera. Dazu wird auch nochmal ein extra Video kommen, wo ich nochmal genau erkläre, was es eigentlich mit Salaishi auf sich hat. Das mache ich jetzt aber nicht in diesem Video. Und natürlich werden Minispiele weiterhin kommen, aber ich muss mir jetzt natürlich ein anderes Projekt suchen für Holitopica. Das war ja auch immer ein Bestandteil meiner ganz normalen Videos. Und da habe ich natürlich jetzt einmal eine Frage an euch. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn ihr darüber in die Kommentare mal schreibt. Möchtet ihr noch Roleplay sehen an sich? Ich hätte eine Idee, was ich machen könnte. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es mit euch ist. Ob ihr überhaupt Interesse habt an Roleplay, wie ich das halt auch bei Holitopica machen wollte. Im vernünftigen Ausmaß. Und da könnt ihr mir gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, ja, Shiro, wollen wir? Nein, Shiro, wir sind überhaupt nicht interessiert dran. Das interessiert mich wirklich, weil es nützt ja nichts, wenn ich mir den Arsch aufreiße, praktisch gesagt. Aber es will eigentlich gar keiner sehen. Dementsprechend würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, ich mag Toastbrot, wie auch immer. Ich bin gerade zu blöd dafür, echt. Und dann merke ich wieder, dass mein Kopf eigentlich schon in meinem Bett ist. Wie man das halt kennt, ne? Wenn man krank ist. Aber so ist das halt. Mein Fieber ist jetzt auch Gott sei Dank weg. Aber genau, schreibt einfach mal gerne in die Kommentare. Ja, nein, vielleicht. Das interessiert mich wirklich. Ich habe da zwar mega Bock drauf und ich habe auch schon eine Idee, wo ich es machen kann. Es wird dann aber ein ganz anderes Roleplay werden, sozusagen, ne?
Auf einem anderen Server mit anderen Leuten. Aber nur, wenn ihr dann halt auch wirklich Interesse habt. Ansonsten macht es ja wenig Sinn. Hui! Genau, das wollte ich jetzt einfach mal diesem Video ansprechen. Und jetzt gucken wir... Ich warte mal. Dankeschön. Ihr müsst dazu wissen, ich habe vorhin einmal, bevor ich hier in die Runde gegangen bin, sozusagen, bevor die gestartet ist, einmal geschrieben, dass ich aufnehme wegen Silence. Weil ich mit ihm vorhin schon geschrieben habe. Und in Runden schreibe ich ja mal so ungern. Habe ich es einfach mal vorher geschrieben. Und er war halt auch schon in der Runde, der liebe Klaus, und er hat das wohl gelesen. Und mit ihm spiele ich ja auch öfters. Ich weiß gar nicht, ob er mich kennt, so als YouTuberin an sich. Aber er ist auf jeden Fall auch ein ganz netter. Falls du das mal hören solltest, ich grüße dich natürlich auch ganz lieb. Ah, okay. So, da habe ich zumindest diesen Checkpoint noch geschafft. Wir haben ja auch noch genug Zeit. Und ich muss euch was erzählen. Es gibt ja diese wunderbare mit Weihnachten. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die durchzuspielen. Ich hasse sie. Das frage ich mich auch immer, Silence. Das frage ich mich auch. Also bei dieser Map weiß ich auch nicht, was sie sich gedacht haben, aber sie ist halt spielbar. Und jetzt habe ich festgestellt, bei Weihnachten, das ist der Rekord, ja, aber ich glaube bei 4 Minuten 50, also ein irrer Rekord. Und derjenige, der ihn aufgestellt hat, den kenne ich sogar. Und mit dem habe ich sogar heute noch gespielt. Und er hat mir erzählt, diese 4 Minuten 50, das ist das, die Zeit, die man wohl haben kann. Und niedriger geht es gar nicht, weil er hat den Versuch komplett flawless, also ohne Fehler durchgespielt. Und hat dann halt 4 Minuten 50 hingelegt. Und, ja, es gibt wohl irgendwie nur um so 30 Leute, die die Map überhaupt durchgespielt haben. Und das stellt euch mal bei so einer Anzahl hier auf dem Bergwerk Lab Server vor, wie viele hier tagtäglich drauf sind, wie viele verschiedene. Also, das ist schon krank dann, wie schwer die Map ist. Und, ich habe sie, wie gesagt, bis jetzt noch nicht beendet. Ich war letztens fast bei Checkpoint 7. Checkpoint 6 ist ja tatsächlich bis jetzt mein höchstes. Ich war fast bei Checkpoint 7 und dann war mal wieder die Zeit um. Also ich hasse es. Wirklich, bei solchen Maps wie Musik hat man... Wie viel hatten wir am Anfang? 25 oder 30 Minuten? Und bei Weihnachten hat man nur 20 Minuten. Was haben die sich gedacht? Zu Weihnachten machen wir jetzt eine schöne Map, die aber total geraged ist. Und die Leute sollen daran Spaß haben. Also ich habe an der Weihnachtsmap keinen Spaß mehr, um ehrlich zu sein. Das ist einfach nur... Pura Rage. Und ich möchte halt unbedingt mal eine Runde da schaffen. Einfach um zu sagen, ich habe Weihnachten geschafft und abgehakt. Ich möchte da gar nicht die Beste sein. Ich möchte da gar keinen ultimativen Rekord haben, wie so auf manchen anderen Maps, wo ich das gerne hätte. Aber Weihnachten ist mein einziges Ziel, was ich habe, ist einmal geschafft zu haben. Einfach, weil die so blödsinnig schwer ist. Ich meine schon allein der Anfang. Da gibt es so viele Eisschollen. Da hätten es die Hälfte auch getan. Da wäre es so oder so schon schwer genug. Aber nein, man muss da so viele hinklatschen, dass man eigentlich die Hälfte der Zeit nur mit diesen blöden Eisschollen verbringt. Also, ganz ehrlich, Leute, was haben sich die Entwickler von der Map Weihnachten gedacht? Die Ersteller. Also, das ist keine weihnachtliche Map. Und auch da kommt bei mir auch keine weihnachtliche Stimmung auf. Da kommt nur bei mir weihnachtlicher Rage raus. Was auch immer sich da bei Bergwerk Labs gedacht hat, die jetzt reinzumachen. Wahrscheinlich gar nichts. Ist ja schön und gut, dass die Map an sich nicht so rumtrickst wie in Iceland mit ihren unsichtbaren Mauern. Also die gibt's ja nicht wirklich hier. Du siehst nur wieder alle Spieler. Gut, das wollte ich nämlich gerne wieder anstellen. Schön und gut, dass man keine unsichtbaren Wände hat in der Map. Zumindest soweit ich die bis jetzt gespielt habe. Ich weiß ja nicht, was am Ende noch kommt. Aber... Ha! Puh. So, jetzt warten wir mal. Oder auch nicht. Er ist ins Ziel gegangen. Was? Das war sogar ein neuer Rekord für die Map? Alter, ich war so scheiße schlecht gerade. Dann sehen wir uns einfach gleich nochmal in der zweiten Runde. Das, Leute, ist übrigens der liebe Silence HD. Hallo, Silence. So, als zweites eine etwas einfachere Map, und zwar die liebe Map Candyland. Und wie euch vielleicht schon in der letzten Runde aufgefallen ist, ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich die Angewohnheit entwickelt, Leute unsichtbar zu machen. Das konnte ich ja früher überhaupt nicht ab, weil ich immer das Gefühl hatte, die sind direkt hinter mir. Aber
Ja, genau, die haben mir einfach den Shampoos geklaut. Ich glaub's nicht. Wieso? Alter, aber da ja eh immer die Leute hinter dir sind oder vor dir sind. Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, die alle auszuschalten, damit sie nicht in meinem Sichtfeld sind, weil das hat immer richtig genervt. Ja, übertreibt es halt! Wie war das zwischen mir und Clausewitz? Spannend, das hat nämlich eben gerade Silence geschrieben. Ich glaube, zwischen uns allen wird das jetzt derbe spannend, diese Runde. Und wenn ich keinen allzu blöden Fehler mache... Wie sowas zum Beispiel, wobei ich ja wieder kotzen könnte, dass ich diesen Sprung einfach nicht geschafft habe. So, jetzt nochmal. Okay, einmal ganz ruhig, Shiro. Ganz... Shiro! So, Konzentration, bitte. Danke. So. Weil ein bisschen Ehrgefühl habe ich auch noch, weil von Klaus weiß ich halt, dass er gleich warten wird. Das Problem ist nur Fille. Fille Golas weiß ich nicht. Den kenne ich nämlich nicht. Ich würde es wirklich wünschen, wenn er es tun würde. Aber man weiß es ja nicht. Und deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne, dass es halt nicht nötig wird, dass er wartet. Aber er ist gut. Wahrscheinlich zu gut für mich. Oh, Silence ist auch hinter mir. Hui! Okay. Hier an dieser Stelle rennen wahrscheinlich die meisten. Da habe ich immer das Gefühl, ich sterbe, wenn ich das tue. Es überrascht mich gerade, dass der Fille noch nicht auf Checkpoint 6 ist, um ehrlich zu sein. Der ist doch hier vorne. Und so schwer ist das jetzt ja auch nicht gewesen. Na, egal. Mir soll es recht sein, wenn ich vor ihm bin. Ja. Das einzig Blöde ist mit diesen ganzen Druckplatten, die haben da jetzt zwar schon so viele hingesetzt, aber vorhin hat mir tatsächlich meinen Jump Boost geklaut, dadurch, dass da halt jemand schon drauf war, ne? Das finde ich richtig nervig, dass das möglich ist. So, jetzt ist der Fille auch auf Checkpoint 6. Nein! Okay. Und für Checkpoint 7 zu erreichen und zu Checkpoint 8 zu kommen, ist echt nicht schwierig. Wie ihr seht, Checkpoint 7, jetzt muss er nur noch den Fall schaffen. Und da ist er auch schon auf dem gleichen Checkpoint wie ich. Das ist nun mal wirklich nicht sehr schwer, verdammter Mist! Also, hier wird es tatsächlich gerade ein bisschen spannender. Und diesen Checkpoint, den kann ich wirklich einfach nicht. Der Schluss ist so dermaßen schwer für mich. Kannst du warten? Ja, die warten eh. Aber das weiß er ja nicht, der liebe Junior. Der kam eben gerade recht spät rein. Ach, tu... Danke, Klaus. Jetzt fühle ich mich auch irgendwie nicht erniedrigt oder so. Nein... Die Frage ist nur, ob der liebe Fille warten wird. So. Ich stelle mal eben wieder die Spieler an. Einfach, um auch eine Ahnung zu haben, wenn der Fille auf diesem Checkpoint ist, wo genau er sein wird. Silence ist mittlerweile auch auf Checkpoint 8, also wir sind wirklich alle knapp beieinander, muss ich sagen. Das freut mich aber auch, dass es halt mittlerweile echt gute Flash-Spieler gibt. Nein, nein! Hallo! Und ja, wir warten jetzt halt noch auf die anderen, deswegen mache ich jetzt schon mal die Abmoderation. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, zusammen mit dem Klausulas und natürlich auch mit dem Silence. Und dann sieht man sich einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann bis dahin. Tschüss!